So, hallo und herzlich willkommen. Wir höhlen heute einen Kürbis aus, weil Halloween steht vor der Tür. Ich habe mir schon mal so ein Prachtstück hier besorgt. Wir machen heute aber nicht einfach nur ein gruseliges Gesicht drauf, sondern ich habe mir ein paar Sachen bestellt. Und zwar hier ein Buch mit verschiedenen Motiven, die man dann hineinritzen kann sozusagen. Da habe ich mir auch schon mal ein Motiv ausgesucht. Und zwar nehmen wir heute die Eule, die kommt dann hier so drauf. Und ich habe, weil ich es ausprobieren wollte, ein Set zum Aushöhlen und zum Bearbeiten eines Kürbisses. Wenn das nicht funktionieren sollte, habe ich auch noch zwei Messer und einen Löffel. Genau. Ich würde sagen, wir schneiden jetzt erstmal unsere Vorlage aus und dann sehen wir uns wieder beim Kürbis. Nach ziemlicher Viertelarbeit habe ich es endlich geschafft. Am besten nehmt ihr da eine Nagelschere oder dergleichen. So, dann babbeln wir das da jetzt erst einmal drauf, so wie das dann sein soll. Da ist mein Kürbis fast ein bisschen kleiner für. Aber ich wollte jetzt keinen riesengroßen Kürbis kaufen. Okay, ich glaube, ich male erstmal den Mond. Bei meinem Set ist auch noch ein Buch dabei, allerdings mit ganz leichten Formen hier, ein Gespenst zum Beispiel oder so ein Piratenkopf. Es muss nicht super ordentlich sein, nur dass ihr eine Vorstellung habt, was ihr wohin malen müsst. Dann fangen wir. Hier ist es noch. Nehmt euch die Zeit. Ich bin sehr gespannt, ob es auch diese ganz kleine Flächen. Oh weh. Okay. Aber ich probier's. Sorry, was du das machst. Ich glaube, das geht alles auf. Ich kann danach sehen, ich hab's jetzt gerade nur Gesicht geschützt. Und diesmal ist einfach. Okay, so, wir haben es nachgefahren. Okay, man kann aber erkennen, was es darstellen soll. So, jetzt müssen wir hier oben aber erst ein Loch reinmachen. Ich löse mal meine ganzen Gerätschaften aus dem. Dann haben wir eine kleine Säge, dann haben wir eine große Säge. Ich bin ja jetzt auch gespannt, wie gut es funktioniert. Dann haben wir da später ein Licht anstatt einer Kerze, was auch nicht ganz unpraktisch ist. So, und wir haben ein Plastiklöffel mit Pumpkin-Gesicht, um da dann das Fruchtfleisch rauszulösen. Ja, dann schauen wir mal, dass wir hier ein Loch reinkriegen. Ich nehme mal das große Dings. Wow! Okay, das funktioniert sogar ganz gut. Ihr seht gar nichts. Sagt doch was. Einmal um den Stiel herum. Das ist richtig wie eine Säge. So. Da seht ihr schon. So, der Deckel ist ab. Ich mache aber unten am besten noch ein Loch,
Weil dann kann ich unten die Lampe reinstellen und unten haben wir auch mehr Platz zum Aussägen. Oh, sieht wirklich gut. Oh, mein Bild, der Kraft, ja. Ich muss mich jetzt hier aufkommen. So, ja, mach das. So, hier sehen wir die Kerne ab. So, ich habe es unten gerade gemacht. Jetzt nehmen wir unser cooles Schabewerkzeug. Ich versuche euch mal ein bisschen so. Ich mache erstmal das Loch innen größer, indem ich hier so ein bisschen schräg außen rum säge. So, dann können wir zuerst mit der Hand reingehen und alles rausholen. Okay, also das Fazit von dem guten Set, von dem ich nicht viel gebraucht habe, ist wirklich positiv. Funktioniert total gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also ein bisschen mit den Händen müsst ihr schon reingehen. Aber das macht seine Arbeit wirklich ordentlich. Da sind hier am Rand auch so Zacken dran, hier oben so kleine und da so große. Damit kann man wirklich gut arbeiten. So, müssen wir schauen, dass wir die ganzen Fäden hier noch rauskriegen. Alle werdet ihr sowieso nicht schaffen, außer ihr arbeitet wirklich sehr lange daran. Aber nur so, dass uns nichts im Weg umgeht gleich. So, dann haben wir hier noch ein paar Kerne. Wählt eine Unterlage, die abwischbar ist oder die nicht so, es ist nicht so schlimm ist, wenn es schmutzig wird. So. Ich gebe mir mal schnell die Hände waschen. Und dann machen wir weiter. So, hier ist unser Motiv. Ihr seht es gar nicht so richtig, aber hier ist auf jeden Fall die Eule drauf. Ich fange jetzt mal an, mit diesem kleinen Sägeteil unseren Mond auszuschneiden. Der ist hier oben. Das funktioniert hervorragend. Nur, dass wir, glaube ich, nicht ganz durchgekommen sind. So, behaltet immer auch noch euren Müll da. Ich mache das Loch innen noch ein bisschen größer, damit man das auch später wirklich sieht. Das wäre schade, wenn wir jetzt da ein Licht reinstellen und keiner sieht irgendwas. So, unser Mond, wie ihr seht, da sind noch so richtige Fäden dran. Unser Mond ist ausgeschnitten. Dann machen wir weiter mit der Eule. So, hier ist auch eine Reihenfolge angegeben in dem Buch. Ich versuche mal die Eule zu finden, dass wir das einigermaßen nach der Reihe machen. Weil das hat bestimmt einen Sinn, dass da Zahlen angegeben waren. Da ist unsere Eule. Okay, wir haben Nummer 7 als erstes gemacht. Ja, das ist nicht so schlimm. Nummer 1 sind hier die Augen. Wirklich eigentlich bloß so Pünktchen sind. Ich weiß gar nicht, wie man das rund machen soll. So. Oh nein! Oh, seht mal, was passiert ist. Ah, der Stift ist nicht wasserfest. Wisst ihr was? Ich male das nicht neu auf. Wir wischen das weg. Wir machen jetzt ein Gruselgesicht raus. So, nehmt einen festen Stift, wenn ihr das machen wollt.
So, die Eule Ade. Wir machen jetzt ein Gruselgesicht. Jetzt haben wir hier oben zwar schon ein Loch, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ganz klassisches. Ich hätte jetzt gern gesehen, wie das aussieht, aber ich male das jetzt nicht nochmal auf. So, seht ihr, das geht viel schneller. Unsere Augen sind schon mal fertig. Und mit diesem Carving-Set lassen sich auch wirklich so feine, filigrane Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel eine Eule. Aber wie gesagt, nehmt einen Stift, der nicht sofort sich abwaschen lässt. Und vor allem, ihr könnt ansetzen, ihr könnt präzise arbeiten. Das ist also wirklich angenehm. Lässt sich sogar um die Ecke carven. Also ich bin wirklich begeistert von dem Zeug. Das ist echt praktisch. Weil mit einem Messer ist man ewig am Arbeiten und es funktioniert nicht und es funktioniert nicht. Und mit dem Ding kann man um die Ecken schneiden. Ihr müsst nicht mal rausgehen. Wirklich toll. So. Also ich hätte viel lieber eine Eule gehabt, aber es ist heute schon spät und ich bin jetzt nicht mehr gewillt, das Ganze nochmal aufzumalen. So, ihr seht, ich habe es jetzt eingesägt. Versuchen wir das Ganze mal vorsichtig zu lösen, dass nichts kaputt geht. Es funktioniert, es funktioniert. Und hier ist ein bisschen. Das sägen wir nochmal lang. Unser schrecklich schauriger Kürbis ist fertig. Tada! Mit Loch im Kopf. Der hat wohl, der ist wohl erschossen worden. So, ja, ich mache ihn jetzt noch ein bisschen sauber und mache euch dann ein Foto, wie es ausschaut.
Aber ja, dieses Carving-Set, ich werde euch das auch noch verlinken, ist wirklich super. Also wenn ihr das mit Kindern machen wollt, mit größeren, oder auch für euch oder für eine Party oder was auch immer, benutzt das, weil das funktioniert einfach hammermäßig gut. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!